Hi, willkommen. I dag vil vi jobbe litt med optimalisering i ANSYS. Så vi jobber med ANSYS Workbench. Jeg håper jeg har funnet det. Og lage en geometri. Definere lage, betingelser og krefter som virker. Og prøve å bruke et verktøy som er tilgjengelig i ANSYS som optimaliserer geometrien etter last og spenninger som flytter gjennom. Så da begynner jeg med geometrien, hvis Workbench kommer i gang. Så da tar vi da Geometrie. Oh ja, ich lage Geometrie in Space Claim. Höhere Mausklick auf Geometrie umgewitze. So, Opener Space Claim. Oh, in Space Claim, da will wir generieren. Geometrien da. Und ja, vorstelle mal eine Platte, som har Längte 200 und Breite 100 und drei Bohrhüll. So. ANSYS Joppa mit O. Last op Space Claim. So, Space Claim gibt es den Window habe put. Der will ha Füll Ansicht da. Okay, Rektangel, VH til H, das ist ja in den Längen, der will ich 200, Return und Tab, in den Längen will ich 100, Return und Tab. So, da gehe ich til Home, so jetzt H Übersicht und ich will H Bohrhüll, da, so, von den Kanten, Diameter skal være T. Samme også her, da begynner diameter T. Og da vil jeg ha påhull i midten, så da. Da vil jeg også ha T som diameter. Ja. Nå lager jeg en extrusion av disse ting, så jeg bruker pull-profil der, pull-kommando. Da har jeg ofte problemer der med Pull, da will ich 2 mm. So, nun habe ich 2 mm Pull. Ich muss sehen, Solid Surface, Surface, da habe ich Put. Ja, ich glaube, mit höherer Maus, Taste P und sie Suppress for Physics. So was wie habe ich da Faces zum Verstörer. Nun habe ich eigentlich alt, ich dränge, dann gehe ich zurück zum ANSYS-Umgebelse oder Teil Static Structural, für die er will definiere Lagerbedingungen oder er will definiere Kräfte oder er will definiere Mesh. So, Geometrie verbunden, Modell, da klicke ich Zugang auf, so Art Geometrie Modell wird verbunden in ANSYS, Starting Mechanical. Wenn die wie po at Modell umgewählt sind, visa Geometrien da. So, da habe ich Geometrien da. Ja. So, da noch keine Bewege da. Und wir definieren Mesh. Ja, aus Sizing, der welche ein Medium, vor die habe ich so viel Masse Plus, die Student-Version oder akademische Version, da welche ein Medium und Update, davor wie ein Mesh-Lösung, so mal brückbar. Wie skal ich OSCree den kritisch Störelse auf Mesh-Elemente, der so mal 3000 umtrennt, in ANSYS. 3000 Notes. So, da definiere ich Lagerbedingungen, Static Structural. Ja, da werde ich da
diese Elementar zum Bearings, das dort der Cylindrical Transport, Röhrtil-Denesin, das hier Tangential, da skal der wäre möglich, at wir bewegen uns, so um ein Bolt, ja, nur sie da free. Okay, so, da will ja Kraft, so 1000 Newton zum Wirke X-Retning, da, Insert, Force, da will ja Komponente, X-Retning, 1000 Newton. Okay, oh, ja, will ha some solutions, da will ja ha Stress, vermiesen Stress. So, da tue ich ja halt, da rein wie üt. Gut, dann Spanning ist sehr üt. Ja, so störst du Spanning auf 41,5. Ja, und da sehe ich, wie er so Dell umrodet, da habe ich nächsten irgendein zum Spanning da. Nur es kann Anzüs optimalisieren Geometrien, so hat wie taputt diese Elemente, so ein bisschen Bärder lastet, also vor optimalisieren. Last, Masse auf Dellen oder so. Ja. Wo dann ja wieder, so wie Gott die Barke till Huvud Schermen da, ja, wie Gott till Topology Optimization und schieben dann till Solutions. Ja, da kommen wir till Setup. Das sehen wir. Update. Und da vor wir ein neues Modell umgeben, das so ein H Tilfoid ein Element zum hätte Topology Optimization. Also Geometrie Optimalisierung. Topologie. So, da komme ich zurück, dann umrote. So, dann habe ich neu da Topologie Optimization, wo ich sehe Response Constraints Objectives. Ja, so Response bedeutet, was will wir irgendwie optimalisieren? Wir können optimalisieren Masse, Volumen, global von Mises Stress, Displacement, local von Mises Stress, Reaction Force, so wie welche Masse will haben 50% of Masse. Ja, so Last zum Flüderienum und noch gerade wir optimalisieren Geometrien pro Mord hat wie habare die Teile auf Geometrien zum Bitra til Kraftoverführung der so der Reutil Solutions und Solve Solutions ja wie will haben Topologie Optimalisierung das hier ist Solve davor wie zum Input in die Geometrie wie kann sie pro Tracker, haben sie, wie so aus wird dann Geometrie im Blick verändert, wenn es Software ein reiner da. So, da habe ich eine neue Geometrie, zum in der Bärderbare, die Umrohr, zum hast du Anteil vor Überführer Laste der. Ja, nur mal wie go til Ressource Transfer, da go wie til denn sieht der. Results, lass mal sehen, Resource, Results, das da Transfer to Design Validation System. So, Results, Transfer to Validation System. Da bedeutet, wie will wäre Resultat til Barke, til Space Claim? Und Space Claim, da kann wie, da, Geometrie, da mal wie optimalisieren, so, Upstream, Update alle Daten zum kombinierten Fra. Und Space Claim kann wieder da deine Geometrie in anders hat bereint. O Lage, gerade, gerade Linie, O Kurve, zum er mathematisch bereint, zum optimalisieren Geometrie. In so Art wie ich ja so grobe Geometrieformen zum anders hat bereint. So, dann machen wir hier da Ventilit. Updating the geometry components in static structural. So, Geometrie optimalisiert, da kann ja
klicke Port-Zugang, also Open Hand Space klemme ich an. Da sehe ich, dass hier wie wo dann Geometrien sehr üt die Space Claim, so mir da vor os ein Ausgangspunkt vor a Lage in Nü Geometrie zum han optimalisiert Form. So, ich habe jetzt da Space Claim. Hat das sehr wie at Resultate Anzis rein üt, er wählt die Grof, so wie ich sehe, diese Kurve oder so wieder, so üt auf den Input-Informationen kann wie mit Hjelp auf alle Funktionen in Space Claim da Lage Nü Geometrie, so da wie der Vorschlag hat, wie hat er, da habe ich ganz den Radius, da habe ich eine Geradlinie, da habe ich eine Geradlinie, da habe ich einen Radius, da habe ich eine Geradlinie zum Gott, den Rettung und so wieder. Und mit Hjelp auf Informationen wie Vorfra Anzis kann wie Lage den in Nü Geometrien, importiere den Jentil Anzis o Sepo, wo dann Spanning sehr no üt, OH reduziert Masse auf Delen um umtrent 50%.